Herzlich willkommen, Leute, zunächst weiter. Wir haben die Magnetschlüsselkarte. Gut, er ist weg. Besser ist es. Wollte ich zu Beginn des Spiels schon den Charakter verlieren. Okay, das war der Monitor. Der Fernseher im Hintergrund, der so gemacht hat. Einfach Specken sind so klein, ich kann mir nicht vorstellen. Digga, was quietscht denn hier so? Da oben backt eine Ratte rum. Was ist das Noise? Zeitungsbitte. Ist da jemand out there? Have I completely lost my mind? Yes. Immer da. Sie helfen mir schneller und schneller und konzentrierter zu arbeiten. Ich weiß nicht, was ich ohne die in der Prüfung machen würde. Darf ich jetzt wieder raus? Ja. Ich sehe keinen Grund, warum ich dieses Werkzeug haben sollte. Ja, warum auch mehr, ne? Sterben Leute wegen so einer scheiß Musikbox. Ja. Dias benutzen. Ich hätte die Dias anschauen können, wenn ich den Projektor in die Steckdose geschlossen habe. Ja. Okay. Wir gehen dann mal weiter. Ich bin gerade ein bisschen lost. Schnittkarte. Das kann auch heißen, weil da nur drei Charaktere sind, dass das Kapitel vielleicht kleiner ist. Mal easy, hier können wir rein. Ich habe schon wieder Angst für den nächsten Horror. Der ist so laut, diese Jumpscares in diesem Spiel. Schreibt mich gefühlt mehr durch die Lautstärke als durch den eigentlichen Jumpscare. Selbst im Verwaltungsbüro des Archivs können überall ungeordnete Sachen rumliegen. What is this? Maxwell Sprachaufzeichnung. Immer wenn ich mir so eine Sprachaufzeichnung anhöre, passiert irgendwas. Dieser Schmutz ist wirklich seltsam. Es sieht so aus, als wäre er alleine auf mangelnde Reinigung durchzuführen. Huch, können wir das nicht anhören? Ah, hier. I just saw something weird as fuck. I was out having a smoke, because... Leid, wie gesagt, für die Lautstärke. Jesus Christ, my whole life just flashed before me. Sag doch, hier ist, wenn ich mir so eine Scheiße anhöre. I just saw something weird as fuck. I was out having a smoke, because Miss Claire doesn't like me smoking near the books, even though the students do it all the time. When I came back, the slide machine had switched on by itself. Professor Usher once mentioned that the same thing had happened to him, so I thought it was just acting up again. I went to turn it off, and I saw there was a picture of the old archive door projected on the screen. Then, the door started to open. I couldn't look away, and when it opened a bit more, I could have sworn I saw the control room from downstairs. And not just that, there was someone in there holding the release lever. It was me! I was in there. I pulled the cable, took the slides, and got the hell out of there. Laugh all you want, but now... Oh, I'm scared to go back downstairs. Ach, bitte.
Die ist also nicht mehr was. Mädchen. Monster gibt's gar nicht. Ich hasse es. Das war alles nur eine Einbildung von euch. Mit den Arbeiten von Sommer herrscht hier überall noch Unordnung. Er ist leer, ich könnte mich drinnen verstecken. Bis jetzt wirkt das Map, die Map nicht so groß. Es gibt mir Hoffnung. Hallo, hab einen Termin. Max, wo bist du? Es wirkt irgendwie seltsam, dich nicht wie sonst immer lächelnd auf der anderen Seite stehen zu sehen. Die Tür zum alten Archiv, die Hebel muss gedrückt gehalten werden, um sie zu öffnen. Ah, muss ich die Aufgabe der anderen noch übernehmen. Diese Tür von Diaz. Ich könnte mich darin dahinter sehen und jetzt ist es echt und ich könnte sie öffnen. Das Bild von dem Diaz ist eine Tür. Ich kann die Kette abnehmen, aber ich brauche den Schlüssel. Ich muss sie öffnen, um herauszukommen. Es ist alles so dunkel, aber wenn ich hinauskomme, kann... Vielleicht gibt es draußen Licht. Okay, hier ist der Hebel. Kurz hier gucken. Netzkabel. Jetzt können wir die erst angucken. Alles scheint gerade weggeheftet zu sein. Ich muss eine Schreibmaschine, kann ich Spiel speichern. Die Tür ist abgelehnt. Sie wurde dann abgelehnt. Okay. Lever press down if I want to get into the archive. Oh. Die Frage ist, sperren wir damit was aus oder jemanden ein? Ich erwarte jetzt hier den Jumpscare, den ich hochlaufe. Hallo? Habe Angst. Vergewaltigt wird, sondern es ist auch echt anstrengend, muss ich sagen. Jesus Christ, my whole life just flashed before me. Horrorspiele müssen ja laut sein, ne? Ich weiß schon. Was wollen wir denn gucken, Leute? Okay, I got this working. The fuck? Let's see. Jemand hat einen Schlüssel in der Hand. Schlüssel Dunkelheit. Tür.
Ist die hier? Nee. Hey. Nein. Glaube ich nicht. Hey, bin ich ja dumm, wo ist denn jetzt hin? Ich war doch gerade noch irgendwas mit einer Tür. Oh, die werden nicht angezeigt, ne? Das hier nämlich. Okay, warte mal. Tür. Das. Da will ich jetzt behaupten, kommt als nächstes. Ah, nee, ich habe den Schlüssel in der Hand. Kann ich nicht sagen. Bleibt das jetzt so? Oder muss ich das in einer bestimmten Reihenfolge machen? Das tauschen. Nee, halt sowas wie, ich lasse jetzt das Ding so. Heißt es jetzt, ist unten die Tür offen gedrückt, oder? Das will ich halt gerne wissen. What's going on here? Ich komme hier nicht mehr raus. Schon, aber ich komme nicht mehr runter in den Keller. Okay, ich muss das irgendein Rätsel, was ich lösen muss. Ich verstehe. Ich verstehe nicht, was diese Bilder zu sehen ist oder wer sie gemacht hat. Als Beispiel. Da. Was ist, wenn ich jetzt die Tür hier mache? Ist jetzt die Tür offen? Ist es das, was du mir sagen möchtest? Nö. Okay, es tut mir leid, aber ich verstehe aktuell noch nicht. Ich meine, ich verstehe, ich muss es in der richtigen Reihenfolge machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Keine Ahnung, für mich wäre das sowas wie, ihr findet ein Loch im Boden. Nee, weil das Loch müsste das vorletzte bestenfalls sein. Loch? Da drin ist eine Kiste. Das verstehe ich noch nicht so ganz.
Jetzt hat sich das Bild geändert. Oder bin ich gerade behindert? Da sind doch keine Ratten drauf hier. Hier aber schon. Tür, lauft auf die Tür zu. Soll ich das noch tauschen? Guck, jetzt hat sich das Bild nämlich geändert, weil in dieser Tür war die ganze Zeit eine Figur eingebrannt. Hä? Ich muss sagen, ich krieg Angst, da weiter durchzudrücken, weil ich habe Angst, dass mir ein Jumpscare in die Fresse fliegt. Den verstehe ich ja nicht. Wenn wir rückwärts gehen, ist er wieder da. Da ist er weg. Ich weiß halt auch nicht, wie er es haben möchte. Das ist halt mein Problem gerade tatsächlich. So, hier ist jetzt eine Tür ohne Schatten. Dieser scheiß Viech da an meinem Bildschirm die ganze Zeit. Sag mal, das ist nicht mehr mit meiner Taschenlampe passiert. Okay, ich glaube, ich habe es kapiert, Leute. Wir bauen das mit den Schlüssel von dem Typen. Hier hat er jetzt keinen Schlüssel in der Hand. Ich glaube, ich verstehe es, Leute. Das heißt, ich muss den Schlüssel jetzt wahrscheinlich vor ihm machen. Ja, es ist jetzt, hat er einen Schlüssel in der Hand. Er zeigt so dumm auf die Tür. Ich glaube, er will, dass ich zuerst die Tür reinmache. Ups, wollte ich nicht.
verstehe leider das eine Bild mit dem Kasten noch nicht. Das Bild, das verstehe ich noch nicht. Zeigt auf die Tür. Ich habe das Gefühl, dass bei dem der Unterschied ist, dass manchmal der Stromkasten kaputt ist und manchmal nicht. Dass da dieses eine Kabel durchgetrennt ist. Auf dem einen Foto hat er halt dieses scheiß Ding in der Hand, den Schlüssel hier, den brauche ich. Da. Okay, beim Zurückgehen trigger ich das Ding. Das heißt, es müsste theoretisch als letztes rein. Ne, jetzt vorletztes, sorry. Kasten an. Jetzt ist hier Licht an. Da liegt jetzt der Schlüssel. Ich will den Schlüssel haben. Vibe! Hör auf, immer nach unten zu gehen. Wieder zurückzugehen. Oh Mann. Hier liegt jetzt der Schlüssel. Ich habe gehofft, dass ich den aber nehmen kann. So, Stromkasten an. Figur ist weg. Schlüssel ist offen. Gut, wir sehen uns mal in der nächsten Folge. Probieren uns mal in der nächsten Folge weiter. Und somit auf Wiedersehen.